Hallo zusammen, hier ist der Conny von nerdderby.de. Wir spielen heute Nomoria, ein Indie-Spiel, das im Moment noch in der Entwicklung steckt, derzeit in der Alpha-Phase, und ihr könnt das Ganze als Demo runterladen bei Desura oder euch dann direkt dort auch kaufen und damit auch die Entwicklung ein bisschen mitfinanzieren und unterstützen. Jetzt gucken wir erstmal hier The Chopped Land, das können wir doch mal nehmen als Namen für unser Königreich, in dem wir spielen. Das Ganze ähnelt doch sehr stark Dwarf Fortress, ein Spiel, bei dem ihr ja diese Zwerge steuern müsst, allerdings in einer Welt, die ja doch sehr viel Fantasie erfordert, weil alles in ASCII-Zeichen ausgedrückt wird. Hier haben wir eine 3D-Welt, die jedes Mal, wenn wir das Spiel neu starten, auch neu generiert wird, im Zufallsprinzip. Das Einzige, was immer gleich ist, ist, ihr startet mit 9 Gnomen in diesem Spiel, die ihr allesamt indirekt steuern könnt. Das heißt, ihr erteilt Befehle und die Gnome überlegen sich, was sie machen, beziehungsweise ob sie es überhaupt machen, denn davon hängt es natürlich auch ab, ob bestimmte Sachen ja, produziert werden, gebaut werden, gefällt werden. Und ihr werdet gleich sehen, dass das Ganze sehr komplex ist und gleichzeitig damit auch kompliziert. So, das ist also unsere Welt. Wir können auch mit WASD hier so ein bisschen scrollen oder eben mit der Maustaste. Und das hier sind unsere Gnome. Ich würde kurz erstmal das Interface erklären, bevor ich euch dann sage, wie das überhaupt hier alles zu verstehen ist. Ihr seht hier links oben aktuell, wie viel Essen und Trinken vorrätig ist. Ist natürlich wichtig, die Kollegen hier müssen auch ein bisschen versorgt werden, weil sonst sterben sie oder werden krank, das wollen wir ja nicht. Und in der ersten Zeile gleich seht ihr Depth, also die Tiefe oder sozusagen ja das Level, auf dem man sich im Moment befindet, und das ist aktuell Stufe 1. Was meint man damit? Also es ist so, dass man, ich bin jetzt mal ein bisschen rausgegangen, dass ihr mal das auch ein bisschen sehen könnt. Das hier zum Beispiel, dieses graue Feld in der Mitte, das ist nicht etwa hier eine Stufe nach oben und dann irgendwas abgesägt, sondern das ist die einzelne Schicht dieses Bergs. Das heißt, man kann hier also stufenweise nach oben gehen, wie ich das jetzt zum Beispiel tue. Ihr seht auch, hier oben steigt das bis auf 10. Und jetzt sind wir auf der 10. Ebene und sehen die auch. Und so können wir eben Schicht für Schicht abtragen. Das ist deswegen wichtig, weil wir nämlich auch in diesen Berg hineingraben werden und in verschiedenen Stufen, in verschiedenen Ebenen dieses Berges auch Räume dann bauen werden. Denn unsere kleinen Zwerge brauchen auch ein bisschen Schutz, damit keine bösen Gegner oder Monster sie befallen. So, dann haben wir hier oben den Bereich Kingdom, Stocks, Population, Military und Events. Ich kann euch gleich sagen, ich bin noch nicht mit allem vertraut. Ich habe es auch noch nicht so lange gespielt. Also Military zum Beispiel kam bei mir bisher noch nicht zum Einsatz. Aber Kingdom kann ich euch kurz erklären. Das ist also unser Königreich. Ihr seht das nochmal, The Chopped Land. World Seed ist die Nummer, die man eingeben muss bei einem anderen Rechner, um genau dieselbe Welt erstellt zu bekommen. Population sind die aktuellen Einwohner, also in dem Fall haben wir 9 Gnome. Unser Ziel wird sein, in diesem Spiel immer mehr Gnome irgendwie anzulocken, die dann unser kleines Königreich bevölkern. Hier seht ihr noch Farms und auch Pastures, also wo dann unsere Tiere untergebracht sind. Workshops, da werden wir später zukommen, sind alle möglichen Einrichtungen, die wir gebaut haben, in denen Sachen produziert werden können, entweder aus Stein oder aus Holz oder aus später auch Edelsteinen. Farms, da werden wir dann das Einzelne eben anpflanzen können, anbauen können, und bei Pastures ist es so, dass wir ja, Ochsen, Kühe und so weiter züchten können. Bei den Räumen sehen wir dann später, welche Räume wir bis dahin gebaut haben. Stocks, ihr seht hier noch einmal, was wir so alles bisher haben. Wir haben insgesamt 7 Storage Container, das sind die hier, ne, die hier so mit unseren kleinen Gnomen mit dabei stehen. Außerdem werdet ihr im Laufe des Spiels immer wieder Stockpiles errichten, so Lagerräume für verschiedene Güter. Ihr könnt dann also diese Lagerräume auch dementsprechend nur für bestimmte Gegenstände verfügbar machen. Und das könnt ihr dann später hier einsehen. Bei Population sehen wir, was wir denn gerade für Gnome haben und in was die besonders gut sind. Also ihr seht hier die ganzen Jobs, die ein solches Gnömlein ausführen kann. Gardener, Farmer, Brewer für den Wein, den man dann brauen kann.
Miner, die sich dann eben reingraben in diese ganzen Berge. Und das bei Status sehen wir, wie die ganzen Kollegen heißen. Also Igo, Popo, Wiondack, Led, Trixas, Binky, Ozzel und so weiter. Das sind die Namen. Und ihr seht auch daneben, die sind gerade alle unbeschäftigt, sind geidelt. Liegt auch daran, dass wir im Moment im Pausemodus sind. Wir müssen dann später. Hier seht ihr übrigens die Uhrzeit, 7:22 Uhr Ingame-Time. Hier müssen wir dann später auf Play drücken und erst dann bewegen sich alle. So viel dazu. Und dann könnt ihr hier auch nochmal bestimmen, welchen Beruf jeder einzelne Gnom nachgehen soll. Im Moment ist es eben so, dass wir zwei Miner haben. Zwei Jungs, die sich hier, oder auch Mädels, muss man mal gucken, die sich hier um die Beschaffung von Holz kümmern. Farmer, Ranger und Builder. Das sind also so die ganzen Geschichten. Und wenn ihr das dann hier zugeordnet habt, könnt ihr darüber hinaus für jeden Beruf festlegen, um was der sich kümmern soll. Also ein Miner oder ein Miner, der sorgt dafür, dass eben Stein gemint wird, abgebaut wird und so weiter. Und in diesem Bereich würden dann die Gnome auftauchen, die im Laufe des Spiels verstorben sind. Hoffentlich bleiben wir davon verschont. Military sind dann irgendwann, müssen wir mal gucken, die Krieger und Kriegseinheiten und Kampfeinheiten, wie auch immer die dann genau aussehen und wie die gesteuert werden, ich weiß es nicht. Und bei Events ist so ein Event-Log, wo ihr sehen könnt, was denn gerade so in letzter Zeit an Warnmeldungen aufgekommen ist. Das wird am Anfang nicht so viel sein. So, viel erklärt. Hier rechts seht ihr noch übrigens, heute ist der erste Tag im Frühling, im ersten Jahr. Die Sonne, die geht um 7:23 Uhr auf. Das ist also gleich in einer Minute. Es ist aber jetzt natürlich schon hell. Und unsere Gnome, den können wir jetzt schon ein wenig Aufgaben erteilen. Zum Beispiel, ich habe ja gesagt am Anfang, das ist alles indirekt. Das heißt, ihr klickt jetzt nicht den Gnome an und sagt, du mach mal hier, sondern ihr ja, steuert das Ganze, indem ihr am besten ja, so ein Bereiche definiert. Zum Beispiel können wir sagen, Forage for Food. Da habe ich jetzt im Moment, da unten wären so ein paar, hier unten wären ein paar Bäume, die wir pflücken könnten. Da sind gerade, glaube ich, Äpfel oder so dran. Wollen wir nicht, aber wir möchten gerne die Fell Trees, Cut Trees down, also dass die Bäume in diesem ganzen Bereich hier gefällt werden. Also markiere ich das Ganze einmal Linksklick und dann nochmal Linksklick. Also sozusagen markiert man ein Viereck, in dem dann später gearbeitet wird. Allerdings erst, wenn ich dann auch tatsächlich hier wieder auf Play drücke. Darüber hinaus können wir auch gleich mal dafür sorgen, dass unsere Gnome hier drin ein bisschen bauen. Und das tun wir, indem wir ebenfalls mit der rechten Maustaste hier hinklicken und hier Mine und Wall aussuchen. Und dann sagen wir denen mal erstmal hier so einen zweispurigen Gang hinein. Dann vielleicht von hier nochmal so einen kleinen, ja, Gang bis hierhin und dann vielleicht so einen Raum hier bauen. Dann bauen wir hier auf jeden Fall auch noch eine kleine Räumlichkeit. Was wir dann damit tun, müssen wir dann mal gucken im Einzelnen. Aber es muss ja ein bisschen gebaut werden, weil wir ja auch gucken müssen, dass wir unsere ganzen Sachen, die wir so im Laufe der Zeit uns dann holen, ja, oder abbauen, dass die auch irgendwie untergebracht werden. Und wir brauchen dann auch später einen Schlafraum und so weiter. Also ist es schon mal ganz gut, wenn wir das hier so machen. Jetzt gucken wir mal. Jo. So. Gut, ich denke, das sollte für den Anfang reichen. Wobei wir natürlich auch schon gucken könnten, ob wir hier, was ist das hier? Birke. Das sind auch nur Bäume, nur ganz normale Bäume. Was haben wir hier? Ah ja, Cotton. Hier hätten wir also Baumwolle. Das können wir dann später uns irgendwie drum kümmern. Jetzt erstmal das hier und weil ich. Oh, das ist natürlich schön. Hier haben wir ganz viele Früchte und ihr seht, wir haben hier nur 64 Essen. Deswegen müssen wir hier auch am besten gleich mal sagen. Kurz gucken. Ja. Ja, Forage ist es, glaube ich. Dann können wir hier sagen. Dann pflückt mal, ihr Lieben. So, und nachdem wir alles hier so an Aufgaben verteilt haben, drücke ich jetzt auf Space und damit seht ihr, geht der ganze Spaß so richtig los. Die Miner, die also als Beruf Mining hatten, die kümmern sich in erster Linie hier rum. Und dann hatten wir so ein paar Leute, die eben
eher damit beschäftigt waren, ordentlich hier das Holz zu cutten. Das passiert in diesem Fall. Und ihr seht, die Holzstücke hier, die Stämme, die bleiben liegen. Das liegt einfach daran, dass wir danach nochmal gucken müssen, die irgendwie rein zu transportieren in unser Häuschen, beziehungsweise in unsere Höhle ist es ja im weitesten Sinne. Wir bohren uns da ja quasi in so ein Gestein hinein. Aber das funktioniert schon ganz gut und ihr seht auch, es bleibt hier immer was übrig. So ein Dirt Clump beziehungsweise Soil. Und das werden wir dann später alles auch mal hinausbewegen. Beziehungsweise vielleicht sogar jetzt gleich. Das überlege ich mir noch. Mal gucken, was hier hinten noch passiert. Jo, da liegen also hier Apples an diesem Apple Tree. Das scheint also zu funktionieren. Und ich denke mal, dass wir auch allmählich mal schauen können, hier eine kleine Ablagefläche zu gestalten. Hier mal zwei rein und danach. So. Jo. Können Sie sich gleich kümmern. Ihr seht übrigens immer, wenn ihr hier links draufklickt, was ihr da genau für einen Untergrund habt. Also das ist normaler Dreck. Es hätte auch sein können, dass wir hier schon irgendwelche Edelsteine oder besondere anderweitige, ja, Gesteine, Edelsteine, Saphire oder ähnliches. Entschuldigung, ich muss gerade ein bisschen aufstoßen, wenn ich ehrlich bin. Weiß nicht genau, woran das liegt. So, ihr seht auch hier, wir haben so ein Jack. Den hätte ich gerne. Also da möchte ich nicht, dass der da so permanent hier rumläuft. Deswegen werden wir hier noch einen Bereich vielleicht hier bestimmen. Designate Area und da machen wir Pasture und können hier also so einen kleinen Bereich dann irgendwie machen. Animal. Da suchen wir jetzt also das Jack aus. Ne? Und dann seht ihr hier, wer insgesamt hier rein darf. Und das passt für mich so. Es wird auch gleich ein Gnom dafür sorgen, hier ihr seht es, dass unser Jack hier drin ist und der wird sich auch nur in diesem Bereich ab sofort aufhalten. Wir laufen also hier keine Gefahr mehr, dass der irgendwie abhaut oder gar unterwegs getötet wird. Ich frage mich allerdings noch, warum hier nicht gebaut wird und das liegt an mir, denn ich habe den Eingang hier nicht mitmarkiert. Insofern, jetzt geht es dann nämlich auch los. Ihr seht, da wird kräftig dann gebuddelt. Was machen die hier? Jo, Holz liegt hier rum. Äpfel liegen rum. Ihr seht auch, dass automatisch hier der Essensvorrat auf 127 hochgegangen ist. Dazu haben wir hier noch ein paar Sachen mitgebracht. Ihr seht also hier, dass wir Weizen- und Erdbeersaatgut haben und noch genügend Wein. Das ist auch wichtig, denn die Gnome sind ein wenig versoffen, muss man leider so sagen. Was machen wir hier? Hier möchte ich gerne einen Bereich, einen Stockpile, also so eine Art Lagerraum, machen und zwar erstmal so ja zwei Zweierreihen, indem wir erstmal nur Soil und Clump, also dass der ganze Dreck, ihr seht das, was hier rumliegt, erstmal da gelagert wird. Der kleine Bereich reicht übrigens, denn man kann hier pro einzelnen Kästchen bis zu 64 Schmutz sozusagen drauflegen. Ich denke mal, das dürfte für den Anfang reichen, dass wir den Bereich nicht ansatzweise voll bekommen für das bisschen Schmutz, was wir beim Graben irgendwie rausbekommen haben. Ihr seht auch hier, unsere beiden Yaks sind da. Was ist das hier? Ah ja, Yak Milk. Ist also die Milch, die diese Yaks geben. Auch das wird zum Trinken verwendet. Und ihr merkt schon, hier unten oder hier oben besser gesagt, Sunset 16:36 Uhr, da ist also der Sonnenuntergang, der jetzt eingetroffen ist. Oder, ja genau. Was ist hier los? Da ist jetzt gerade ein Bug oder was? Weil eigentlich müssten die hier rumhandwerken. Ja, ich weiß nicht, was da los ist. Das hatte ich bisher noch nicht. Aber gut, das Spiel, wie schon gesagt, ist in der Alpha-Phase. Die Frage ist nun, wie ich da wieder rauskomme. So, Moment. Soil und Clump. So, jetzt vielleicht. Ich weiß nicht, was die da gerade machen. Es ist jedenfalls 17:50 Uhr In-Game-Time. Und ja, es wird ein wenig dunkel, ne? Könnt ihr ja hier sehen. Wir zoomen mal raus. Okay, hier liegt unser ganzes Essen. Hier liegen die Hölzer. Und hier drin wird also kräftig gebaut auf dieser Ebene. Aber nicht nur auf dieser Ebene, sondern wir wollen ja auch. Kinder, was ist denn hier los?
Wie wäre es mit, kann ich hier noch irgendwie die Arbeit abbrechen oder so? Ich weiß es nicht. Ich möchte gerne hier noch, dass wir eine Etage tiefer gehen quasi. Und das würde ich direkt hier unten fabrizieren, indem wir sagen Terrain Deck und zwar Stairs Down. Also nach unten. Und mit der R-Taste könnt ihr auch die Richtung der Treppen sozusagen festlegen. Ah ja, wenigstens kommt jetzt der Miner und hat mir hier, wie ihr sehen könnt, das Ganze gegraben. Und wenn ich jetzt sozusagen eine Etage tiefer gehe, seht ihr, das Ganze sieht dann so aus. Und hier werden wir auch erstmal ein wenig drumherum werkeln. Da kommen sie jetzt und bauen drumherum ein wenig was hin. Sehr gut. Ich frage mich, was die hier machen. Kinder, was macht ihr da? Ihr sollt doch da weg. Ich meine, das kann natürlich tatsächlich sein. Mal kurz schauen. Designate Arena. Moment. Remove Designation. Indem ich hier draufklicke. Okay. Ich habe also den Bereich wieder freigegeben. Und versuche ihn jetzt nochmal neu zu definieren. Ich kann mir nur vorstellen, dass es wirklich ein Bug ist. Goods, Soil und Clump. Das passt. Und jetzt hoffe ich mal, dass es diesmal ein bisschen ja, besser zur Sache geht. Aber ich sehe, es funktioniert zumindest ein bisschen besser. Also die transportieren hier diesen Schmutz darüber. Das ist doch schon mal was. Außen ist im Moment keiner. Es ist auch so, dass gleich die ersten anfangen werden zu schlafen. Es ist ja schon spät in der Nacht. Und ich würde auch mit diesem ersten Ingame-Tag, diesen ersten Teil des Tutorials, des Let's Plays von Gnomoria, oder eigentlich heißt es ja Nomoria, gerne beenden. Wir warten aber noch, bis da, ihr seht schon an diesen Sets, dass die kurz davor sind einzupennen. Und wir würden dann einfach. Oh, hier ist zum Beispiel Lehm. Also, das hier ist kein normaler Schmutz, kein Dreck, kein Dirt, sondern Lehm. Das sieht man an der Farbe. Gucken wir mal, was wir später damit machen können. Und dann am nächsten In-Game-Tag, wenn alle wieder wach sind, dann sehen wir uns wieder. Und ich danke euch schon mal fürs Zuschauen. Mein Name ist Conny. Ich bin von nerdderby.de und mehr Let's Plays und Reviews und ganz tolle Sachen gibt es bei uns im Blog. Das ist hier unten auch verlinkt. Und dann freue ich mich bis zum nächsten Mal. Ciao!